So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Smaragd Soul Link Challenge. Oh yeah, mit Jan. Yay! Wir wollen Pokémon fangen. Habt das gut bekommen, Leute. Ich habe auch eine ganz normale Begrüßung gemacht. Es ist, gewöhnt euch nicht dran, gewöhnt euch nicht dran. Nein. So, ich gehe zuerst zu Route 118. Ist das die rechte? Ja. Okay, dann bin ich dort auch. Ich habe gerade einen KP Plus nebenbei hier an einem Stein gefunden. Ich werde mich schön neben... KP Plus mit einem Stein, ne? Ja, zwei links von dem Angler. Leider netzbar. Ja, ich würde so gern Mondberg. Ja, ich würde keinen ganzen Mondberg finden. Ja. Oh, ich habe Mondberg in dem Stein gefunden. So, bitte, 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 lass was Gutes kommen. So, ich habe ein Pokémon am Haken und es ist... Ein Evoli zum Beispiel. Das wäre nice. Verdammt, ich habe die falsche Taste gedrückt. Haben wir schon einen Kokuna? Nein. Haben wir noch keinen Kokuna? Guck gerade. Raufi sehe ich da, Schaloko. Nein, ja, ist noch nicht. Verdammt. Ripian. Kukula, bitte hab da nichts Geiles auf der Route. Moment. Warum? Weil ich Kukuna gezogen hab. Naja, du musst es ja eh nehmen. Achso, du ja, meinst, aber... damit ich es nicht damit verlinken kann. Aha, ja. I see. Ja, also gerade habe ich erstmal gar nichts. Gerade habe ich nur ein klitzekleines Knabbern, also nicht mal. Ups, da habe ich zu schnell gedrückt gerade. Keine Ahnung, zieh irgendwie einen Sonnenkern oder so. Komm, 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 komm. Weißt du, jetzt rufen wir sogar nach dem Zonk, ne? Achtung. Ruf des Zonk. Und? Ein Kukuna. Ja, ne? Yes. Dupes Claws. Dupes Claws quasi. Nicht mal Dupes Claws. Dingens Claws. Ja, stimmt. Gleicher Typ. Gleicher Typ zählt Claws. Nicht. Das heißt, zählt gar nicht. So, dann gucken wir mal. Ich werfe die Route erneut aus, Jan. Bist du denn schon dabei, es fleißig zu fangen? Ich hab's gefangen. Ich hab's nur eingeschläfert und direkt den Ball geworfen. Ich krieg noch ein Kukuna. Weiterhin Type Claws. Das Gefühl hier... Darfst du dir schnell ein weibliches Kukuna ausdenken? Ein weibliches Kukuna, flotte Biene. Gut. Mal gucken, wie viel davon reinpasst. Ja. Flotte Biene nenne ich sie einfach hier. Flotte Biene. Na komm schon, ich will Pokémon. Mein drittes Pokémon ist... ein Goldini. Okay. Ja, gut. Ich hab's eh schon. Also, Goldini an sich, yeah, hier, Däumchen und so für Goldini, aber... Ja, ich habe halt schon vier andere Wasser-Pokémon oder so. Ja, yeah. Männlich oder weiblich? Männlich, natürlich. Also, was heißt natürlich? Männlich. Nenn es Eros. Eros, Ramazzotti. Ich werf jetzt einfach einen Netzball, ohne es zu schwächen und guck, was passiert. Ich gehe weiter auf Route 111, glaube ich, war das jetzt. Dann nach Norden. So, ich ziehe. Der Netzball hat funktioniert, ohne Schwächen. Ein Gekkabor! Oh, broken. Also E-R-O-S, ja. Bitte? Mit Z oder mit S? Mit... Such's dir aus. Ich habe beides schon gesehen, dann schreibe ich mit Z. Gut. E-Rotz. 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 Wow. Okay, welche Route bist du gegangen? Oben oder? 111, oben. Oben. Ist da Wiese oder? Angeln. Du musst nur an den Trainern eben schnell vorbeilaufen. Oder? Das ist doch gar kein Problem, Jan. So, ich kann es zwar nicht schwächen, aber ich kann es einschläfern mit Annette. Das ist schon mal auch ein guter Pluspunkt. So, beim letzten Mal hat mir diese Route ein Magnetilo geschenkt. Ja. Und ich wäre mehr als glücklich, wenn ich es nochmal bekommen würde. Ich habe mir die Angel gerade voll ins Gesicht gebrettert quasi. Bam. Also mein Spiegelbild so. Ich habe ein... Oh, wie schade. Was denn? Luturzel. Das ist erst Pflanze, ne? Ich glaube ja. Magst du vielleicht mal fliegen nachgucken? Oder ich gucke jetzt mal nach, Leute. Das heißt, ihr habt jetzt kurz keinen Ton. Ich mach die Musik. Leider eher Pflanze. Es lädt hier gerade 100 Jahre. Luturzel ist ein Poko mit dem Typ... Nein, es ist Wasser. Es ist echt Wasserpflanze? Also wenn das, was hier steht, stimmt. Moment. Ich guck auch eben mal. Dann haben wir gleich zweimal. Also es scheint. Ich hab ein Pokémon gefangen und guck mal eben nach. La 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 la. Ich kann es sogar Wasserpflanze. Du kannst es fangen. Ich kann es sogar schwächen. Weil, hast du gerade Ingame nachgeguckt oder wie? Nein, ich habe Poké-WG eben geguckt. Achso, ich kann es sogar schwächen, weil Aquaknarra auch trotz, naja, ist halt gefördert. Wie geil ist das denn? Oh, das hype ich ja mal hardcore. Ja, das tut mir leid.
Gewaldro Kapalores Team. Wie geil ist das bitte? Also ganz, also ich bin extrem gehypt gerade auf diese, so, auf diese Encounter hier. Wie würdest du das Gekabon nennen? Männlich oder weiblich? Männlich. Wahrscheinlich männlich, ne? Nenn es einfach aufgrund des aktuellen Hypes, nenn es Rex Raptor. Wenn das reinpasst, Rex. Du hast was für reinpassen, Rex. Bam. Vor. Passt rein? Ja, passt genau rein. Sehr schön. Und du darfst dein männliches Lutozio benennen. Nenn es Max.Dake. Ja, geil. Meinst du, Mexican Dake passt nicht hin? Ich glaube, das ist ein bisschen lang. Allein schon wegen, ich glaube, Mexican alleine nimmt schon den ganzen Platz ein. Wahrscheinlich. Ich probier's mal. Ja, ganz knapp. Mexica würde hinpassen. Deswegen Max.Dake sollte reinpassen. Also wir haben schon mal ein richtig geiles und ein Zonk-Team. Ja, ein Zonk-Team und ein geiles. Das heißt, jetzt kommt noch so ein Lala-Team. Oder ja, nur oder einer ein Zonk und der andere nicht so. Max.Dake habe ich es jetzt genannt. Ja. Oh mein Gott, Lutoz. Ja, tut mir leid, damit fliegt Azumarill eigentlich confirmed raus, falls du den Partner entbehren kannst. Wollte ich gerade, ich weiß, wer das ist. Quiekel. Kann ich nach der Arena entbehren, weil ich habe immer noch ein Rihorn. Ich finde so Rihorn auch epischer. Diesmal packe ich auch direkt mal Annette nach vorne, dann muss ich mich aber wechseln zum Einschläfern. So, das nächste Pokémon. Ich habe die Route nicht geguckt. Ich gucke jetzt echt aus Überparanoia nochmal nach, ob das wirklich legit ist. Enton. Enton. Ja, ich habe schon eins. Also übrigens, wieder ein Wasser-Pokémon. Das ist echt Wasserpflanze. Oh mein Gott. Ich hätte aber auch echt gesagt, das ist eher Pflanze Wasser. Hätte ich auch gedacht. Ja, das war mein sechstes Wasser-Pokémon. Fünfchen. Jubsklaus. Nee, mein siebtes war das. Wow. Mein siebtes Wasser-Pokémon schon wieder hier, Leute. Ja, ja, was soll man dazu sagen? Komm. Makuhita. Dreimal Jubsklaus. Spiel bitte. Ich glaube, für den letzten Versuch angel ich sogar einfach. Oder du lässt erstmal mich ran. Ja, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber erstmal sammle ich die Nirbi-Bären ein, die da liegen. Lauf bloß nicht in den Typen da rein, der rumläuft. Nee, der ist zu dumm. Der sucht mich gerade die ganze Zeit so. Wo ist sie hingegangen? Ich habe sie hier noch hier gesehen, die Schnitte. Das ist jetzt welche Route? 112? Guck mal Poké nach. Eben nach, bis du dein erstes Pokémon findest. 117. So. Wo wir dann die 112 finden, ist aber gut. Und ich bekomme ein. Ja. Ist so. Haben wir schon. Ja, blöderweise. Das ist ja ärgerlich, aber hat Wegsperre. Naja, ich kann nicht fliehen. Aber ich weiß, dass er keinen Spiegelcape hat, also ist okay. Weil meins jetzt auch nicht. Ist es denn auf dem gleichen Level wie deins? Nein. Na dann. Kannst du One-Hitten? Nein. Nicht mal das. Soll ich noch warten, bis du ein Pokémon findest? Wie du magst. Gerade setzt es nur Platsche ein, wie bekloppt. Ich kann jetzt noch ein Pokémon finden und ich denke mal, ich werde es auch wirklich versuchen zu angeln, anstatt jetzt nochmal im Gras zu suchen. Aber wenn es Dupeskuss ist, weißt du, lieber fangen als verschmähen. Ja, ja. Wie gesagt, so. Also ich hatte jetzt im Gras Pfiffchen, Makuhita und Enton. Bei mir läuft es nicht besser. Ist so als zweites ein Visor. Irgendwie kriegen wir alle die Pokémon. Na, wobei, nee, das hattest du selbst gehabt. Ach komm, ich angel jetzt. So, mein dritter Encounter ist. Schon wieder ein Visor. Okay, ich angel auch. Schön, dass wenn ich anfange zu angeln, hört ihr eine Trainerin da oben auf zu laufen. Wett, jetzt kommt ein Pokémon noch? Okay, gut. Wenn jetzt ein Pokémon im Gras... Ich werde so ausgerastet. Ja. Was ist es? Noch ein Kokuna oder was? Selbst Kokuna hat mehr Base als das. Was ist es? Sonnenkern. Ja. Ich hab den Ultra-Zonk. Der Ultra-Zonk, das ist von den Werten der schwächste Pokémon. So, mein letzter Versuch, egal was ist, es muss jetzt gefangen werden, außer es ist... Wow. Ja, ja cool, ich muss es erstmal kriegen, ne? Ein Abra. Lass es nicht wegfliegen. Das wird leider nicht möglich sein. Ich kann das nicht einschläfern. Also hätte ich mal Splitter vorne gehabt, klugerweise. Ich muss einfach einen Ball werfen und hoffen, dass es drin bleibt. Dann warte ich eben, bis du's ob du es hast oder nicht, weil dann kann ich mir auch sparen, so einen kleinen Namen zu geben. Geil, gefangen!
Nice. Tja, Jan, da würde ich sagen, es könnte durchaus vorkommen, dass du eventuell später Sophora, wenn ich Sophora mit einem Sonnenstein habe. Okay, du darfst ein männliches Abra benennen. Darfst du über einen weiblichen Sonnenkern nicht mehr nachdenken? Ein weibliches Sonnenkern. Nenn es Zerstörer. Okay. Da kannst du deins Jantuition nennen. Wie bitte? Jantuition. Jantuition, warum? Wegen Intuition und weil ich es benennen darf. Also wir haben ja Zerstörer. Wait, jetzt einfach nur Intuition. Haben wir Zerstörer und Intuition. Okay, dann nur Intuition. Ich freue mich ja jetzt schon drauf, wenn das irgendwann kämpft. Nein, Intuition, mach das nicht! Ja, Zerstörer, vernichte dieses Pokémon. Ich kann das nicht erkennen, das T sieht fast genau so aus wie das I. Intuition, ja, so. Ja, also ich, genau wie ich gesagt habe, mittelmäßig. Einer kriegt den guten und einer kriegt den, naja. Den Oberzonk. Den Oberzonk. Hast du nicht sogar? Ja, klar. Ja. Ich gehe einen Schritt im Gras und es kommt natürlich instant ein Stolrak. Yo. Hätte ich sogar genommen, trotz Dupes Claws. Dann wär's schon mal weitergekommen als die Stolunion davor. Das stimmt. Ich habe sogar einen Sonnenstein. Ich guck jetzt auch mal, ob ich einen Mondstein habe. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Nein, ich bin jetzt im Lager. Lass mich raus. Ich habe zwei Wassersteine und einen Donnerstein. So, gucken wir uns mal die neuen Pokémon mal an. Wo sind die denn? Da, Kukuna. Die Flottbiene. Mit Expidermis. Ja, und Erdner. Das erwarte ich. Ich kenne das schon. So, ein scheues Rex Raptor. Ein scheues Gekabor sogar. Nice. Mein Aeros ist auch scheu. Und hat immerhin Nassmacher. Har, har, har. Hm. Mein Mexican Dake ist zart. Und mein Zerstörer ist sanft. Ich hab einen Wassersteine, das ist richtig gut sogar. Also ich habe sogar zwei Wassersteine, das heißt, ich kann das sogar entwickeln als Lumbrero. Ich glaube, wir haben bald neue Pokémon im Team. Meine Intuition ist mild. Das klingt auch interessant. Und kann nur Teleport. Ja. So, das heißt, mit anderen Worten... Prügeln wir jetzt erstmal die Vortrainer in der Arena noch um? Ja, und ich muss gerade echt... Wir müssen uns echt für den nächsten Part überlegen, Jan. Mhm. Ob ich... ob ich ihn besiegen kann. Ja. Ich muss echt ganz... Wenn wir nochmal bei Walter verrecken, dann verreckt was in mir. Das kann ich irgendwo verstehen, ja. So, ist jetzt eigentlich egal, wen ich benutze. Ich glaube, ich werde das jetzt erstmal hier mit Zweck nehmen und... Leila, die haben doch ein Mediti direkt am Anfang, ne? Ja. Ja, stimmt, da war was. Mit Donnerschlag. Das Gute ist, Leute, Schockwelle. Die Sache ist, kann das den Kampf attacken? Weiß ich nicht. Was ich gerade sagen wollte, wir kriegen ja Schockwelle als Attacke von Arena. Als Arena-Attacke von Walter. Und natürlich schlagen wir ihn, Leute. Und Pi kann das lernen. Das ist ja schon mal ein ganz netter Anfang. Weil, wie gesagt, ich hätte gerne Pixie, aber. Das muss ich erstmal in Pi. Das muss ich erstmal weiterentwickeln. Ich glaube, ich tausche Whitebeard eben mal aus. Wieso wundert es mich? Warum greife ich ja nicht mit Edith an? Es war doch klar, dass sowieso sofort Scanner kommt. So, hier, Duke. Halte mal dagegen, ich glaube, du hast mehr Verteidigung als Whitebeard. Lila Bolz kriegt erstmal eine Donnerwelle rein. Ich kurz überlegt, ob ich erstauner machen soll mit Zwergen, aber ich glaube, Kugelsaat ist trotzdem stärker. Haha! Frisibels hat sich verbrannt. Nice. Durch meinen Flammenkörper. Oh, das ist heiß. Richtig gut so mit. Boah, schon wie genau in den Mund rein, die Kugel sagt. Hör auf, mich zu belästigen, du blöd. Was habe ich gerade gesagt? Genau, mir schmeckt. Hörst du jetzt endlich mal auf damit, Marat? So, die größte Gefahr mit Meditier ist schon mal weg. Kommt aber noch ein zweites. Ja, das habe ich gerade auch schon wieder weggemacht. Ach so. Ah, Statik. Irgendwie habe ich Angst, Whitebeard zu benutzen, weil es irgendwie doch so ein bisschen fragil ist, oder? Die Fokus sind voll mein Magpie. Ich mach die genauso wie du. Du schmeckst richtig ekelhaft. Bause einfach nur so. Rette dich einfach. Nee. Also entweder draußen hat gerade jemand einen gewaltigen Mülleimer umgekippt oder sonstiges, oder es ist ein Gewitter.
Ich kann das nicht so genau hören, weil ich Kopfhörer auf habe. Falls ihr irgendwie Bolzen draußen hört, Leute, im Zweifelsfall... Vielleicht ist es auch ein Gewitter in einem Mülleimer. Das Melitta. 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 Oh mein Gott. Ich bin geschockt von deiner Stärke. So, ich bin ein Frisselblitz. Ich möchte übrigens nicht, dass du auch anfängst, mich mit deinen Okay, das geht leider. Bei ihm geht's leider daneben. Da ist es nicht so gut. Schade. Stimmt, die Leute hat mir gesagt, Zertrümmerer, wir sollten uns nicht auf Zertrümmerer verlassen, weil der Zertrümmerer-Attacke nur mit 20 Stärke ist. Aber 50% genau ich. 50%, dass die Verteidigung gesenkt wird, glaube ich. Ja, irgendwie so. Das ist ja schon ganz gut. Weißt du, was mir auch gerade noch einfällt, worüber wir reden könnten? Über diesen. Über eine gewisse. Ultra. Broken Trailer, meinst du? Der war so geil. Oh also ja. Gestern kam mir der neue Sun and Moon Trailer aus. Zuallererst, alle, die das jetzt gerade nicht hören wollen, können uns gerne mal muten. Weil wir werden jetzt mit dem Rest des Parts darüber reden, was nicht mehr lange sein dürfte. Ja. Ja, vielleicht nicht der Rest des Parts, aber. Ich mach hier, ich zeig euch Doppeldäumchen, wenn wir fertig sind. Okay, also, so ab jetzt. Die Pokémon, die veränderten, die waren schon mal richtig geil. Aber ich muss dir eine Sache sagen, ne? Ich hab's ja schon oft gesagt und jetzt glaube ich es noch mehr. Ich glaube, jetzt glaube ich erst recht, dass es keine neuen Megas geben wird. Kann gut sein, ja. Ich habe schon die ganze Zeit die Vermutung aufgestellt, von wegen, also je mehr man erfahren hat, irgendwie, desto weniger glaube ich, dass es neue Megas geben wird. Aber jetzt mit den Formen. Und vor allem mit den Z-Attacken. Genau, jetzt glaube ich, muss ehrlich sagen, ich glaube nicht mehr nach. Ich glaube, es wird keine neuen Megas geben. Was Megas okay ist. Mega ist out. Genau, dafür gibt es quasi, das Theme wird jetzt einfach diese. Ja, das alte Pokémon eine neue Form kriegt. Wie gut ist das bitte? Ich liebe dieses Konzept, vor allem das Kokowai. Ich muss sagen, so nachdem man sich das so ein bisschen anguckt, sieht das Ding echt genial aus. Es ist einfach total absurd. Vor allem, das habe ich beim ersten Mal gar nicht gesehen. Es ist einfach Pflanze-Drache. Ja. Warum ist es Drache? Und Vulnona ist Eisfee. Das ist auch so geil. Ja. Eisfee ist auch schön. Und Sandan war Eisstahl. Okay, es hat zwar eine ziemlich böse Feuer- und Kampfschwäche, also. Mhm. Logok, ja. Flambirex und Panferno recken das Ding wahrscheinlich sowieso die ganze Zeit. Außer er hat dann Feuerfänger. Oh, lololololol. Nee, ich glaube, es hat Schneemantel. Aber das wäre witzig. Auch wenn es überhaupt keinen Sinn ergeben würde von dem Design her. Ja. Aber naja. Ja, wenig Schneemantel. Schneemantel hatte das Vulnona. Ich weiß nicht, was das hat, aber irgendwas anderes. Es hatte auf jeden Fall in den Trailer hat man. Ich habe jetzt nicht genau drauf geachtet, aber ich glaube, es waren echt total viele neue Attacken. Also von diesen Z-Angriffen mal abgesehen. Ja. Ich bin übrigens mega gespannt, wenn man diese Z-Angriffe benutzen kann. Also ich habe gesehen, du brauchst, wie bei Mega-Pokémon, auch ein Mega- oder ein Z-Stein und ein Z-Armband oder so. Habe ich auf der Pokémon-Seite nochmal nachgeguckt. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also wenn das wirklich spielbar wird in so Wi-Fi-Kämpfen, das wird extrem nochmal eine richtig krasse Mechanik einfach dann reinbringen ins Spiel. Ja. Wo ich sehr gespannt bin. Ich liebe Neuerungen, müsst ihr wissen. Mich kann man dann immer total catchen. Vor allem Pokémon hat mich da eigentlich nie enttäuscht. Oh ja. Ich habe ein kleines Tränchen im Auge. Ich bin auch gespannt, wie das jetzt ist, ob es wirklich Arenen gibt oder eben nicht. Also nach dieser Inselprüfungen. Also ich habe gehört, nee, es soll irgendwie anders gemacht werden. Es soll wohl so eine Art Minispiel und Kampf sein. Sie ist so wie die Orange-Inseln. So irgendwas in der Richtung, glaube ich. Ja, genau. So viel zu meinen beiden Däumchen. Jetzt reden wir doch den ganzen Part noch drüber. Aber es ist halt einfach. Also, ich kann es so sagen, es war echt einfach Eskalation pur, dieser ganze Trailer. Der Trailer war einfach super. Oh ja. Das ist das, was man gerne sehen möchte in so einem Pokémon-Trailer. Ja, fand ich da einfach 5 Minuten lang. Ja. Diesen kleinen Meteor, den fand ich übrigens auch sehr putzig. Ja. Auch wenn man ihn einfach hätte Schwebe gehen können, anstatt ihn zum Flugtypen zu machen, aber... Ich habe auch geguckt, was die Fähigkeit ist. Solange er über die Hälfte seiner KP hat, hat er diesen Schutzmantel, der halt weniger Schaden natürlich machen lässt. Und sobald er unter die Hälfte kommt, fällt er ab und er hat dann mehr Angriff. Ob das spielbar wird? Nee. Ist das sowas wie Tausche Angriff und Verteidigung dann einfach, sobald der unter die Hälfte kommt? Ja, kann gut sein. Die Vögel sind auch sehr geil. Vor allen Dingen der Flamenco. Der Flamenco ist mein Liebling. Ja, der ist ja mega episch mal. Holy shit. Was war denn dann noch so? Die Entwicklung von dem... Frettchen da. Ja gut, okay. Ja. Meinetwegen. Gumshoe oder wie das hieß. Ja. Für mich totally Gumshoe aus Ace Attorney. Der Esel ist auch ganz, ganz cool. Ja. Das Rasterpferd, wie auch immer. Duke, du versuchst gerade ernsthaft Superschall zu lernen. Nein. Ich würde ihn dafür freilassen. Ja. Magnetilo. Okay, aber ja, was wir damit abschließend sagen wollen, also schreibt uns gerne eure Meinung, aber wir sind
Wow, wir haben dann zusammen geguckt, nämlich direkt nach der Folge, die wir aufgenommen haben. Und deswegen konnten wir natürlich in der letzten Folge noch nicht drauf eingehen. Genau. Und wow. Wow. Wow trifft sehr gut, ja. Game Freak kriegt wieder zwei Däumchen und genau deswegen gebe ich jetzt das Zeichen, dass wir fertig sind. Oder willst du noch was sagen? Nee, ich habe, oder du hast alles gesagt, wir haben alles gesagt, das passt. Okay, sehr schön. Also Leute, ihr könnt jetzt wieder einschalten, ihr habt das Zeichen gesehen. Einfach geil. So, Zickzacks wird hier in den Kampf geschickt. Hast du dir das an den anderen Doppelkampf auch schon gemacht? Ja, ich bin quasi, ich habe nur noch diesen einen Typ da vor mir. Okay, ich bin nur noch in einem Doppelkampf. Oh, Layla macht so viel Schaden mit Feuerschlag. So eine harte Attacke, also Magneton könntest damit echt gut recken. Ja, vor allem, weil es speziell ist. Ja. Laylas Physischangriff ist zwar höher als ihr spezieller, aber trotzdem, ich glaube, das einzige Problem, was ich halt mal wieder habe, ich kann eigentlich nicht Layla da reinwechseln. So. Ja, gut. Und von Anfang an wäre auch nicht so toll, weil boom, boom. Wegen dem Bordtopper. Wir überlegen mal, Leute. Wir müssen echt ganz, ganz, ganz genau überlegen. Also Jan weniger, der hat Rihorn, ist quasi Auto-Win. Ich muss nur gucken, dass ich nicht zu viel Schaden nehme, weil irgendwie muss ich Dinge auch kaputt machen nach und nach. Und ich also, habe auch nur zwei Lehei. Wow, guter Volltreffer. Hat das Voltenso Biss? Hat es nicht eingesetzt, ne? Weiß ich gar nicht. Wir müssen noch mal den Parts nachschauen. Ich glaube, er hat alle vier Attacken gezeigt, auf jeden Fall. Nee, ich glaube dann nicht. Jaula, Ruckzuckhieb, Schockwelle. Ja, letzte. Ja, ich weiß es nicht. Wir gucken noch mal in unseren Parts nach, dann sehen wir, was für Attacken er hat. Dann sind wir optimal vorbereitet. Genau, das ist ja quasi Wissen, was wir hätten sowieso. Muss aber aufpassen, weil wenn das Voltober dich boomt und du danach mit dem Elektro, mit dem Magneton einen Ultraschall abkriegst, kriegst du auf jeden Fall schon mal guten Schaden. Wobei, ganz im Ernst, ich glaube, die Explosion macht, glaube ich, trotzdem kaum Schaden. Ich liege dann nicht dran. Nee. Vielleicht ein Viertel höchstens. Kann mir sowas wie Verteidigung, wie heißt das denn, X-Verteidigung oder sowas in der Art kaufen eigentlich? Wobei, das gibt es wahrscheinlich eher nur in den Kaufhäusern, ne? Nee, doch, X-Abwehr kann ich mir holen. Aber zählt das nicht quasi als Item? Stimmt, verdammt. Okay, lassen wir das. Also wenn du dafür... So, ich stehe jetzt quasi neben Walter wieder, also du Pisser. Wo sind unsere Brüder? Hä? Wo sind sie? Wo sind unsere Leichen? Leute, wir überlegen, vielleicht werden wir auch schon was raustauschen. Also Loturzel und Gekka, wo sind, denke ich mal, safe drin. Ob jetzt direkt... Jetzt im nächsten Part oder in dem danach, müssen wir mal schauen. Genau, aber ich denke, ich werde auch noch vielleicht mich bis Level 23 oder so trainieren, weil ich will den Typen jetzt umklatschen, Leute, das ist... Ja, auf jeden Fall. Nein, es gibt keinen zweiten Walter. Nein, also doch, also den da, aber danach keinen mehr. Genau, Leute, bis dahin. Ciao. Ciao.